Hallo YouTube und Fans der kreativen Sandbox-Spiele zu einem neuen Test angespielt. Freunde, ich war da wieder mal auf der Suche nach neuen Spielen im Internet unterwegs und bin dort zufällig auf ein ziemlich interessantes Game gestoßen. Sea of Craft, so heißt das Spiel, soll voraussichtlich am 29. April 2022 auf Steam im Early Access erscheinen, wird gepublished und entwickelt von Wizard Games und ist ein kreatives Sandbox-Ozeanbauspiel mit PvE und PvP-Elementen. Worum geht's genau? Wir sind Captain eines Schiffes auf dem Ozeanplaneten Bela und haben die Möglichkeit, aus über 100 verschiedenen Materialien unser eigenes Schiff zu kreieren bzw. zu entwickeln. Außerdem haben wir die Möglichkeiten, im PvE-Bereich Solo-Level zu erkunden, im PvP-Bereich Multiplayer-Games zu erleben und wenn uns mal langweilig ist, fahren wir einfach rauf aufs Meer und machen da mal eine Rundfahrt. Und wem das immer noch nicht genügt, haben wir die Möglichkeit, im Kreativmodus Schiffe zu entwickeln und sie natürlich dann mit anderen Leuten zu teilen. Ja, und das wollen wir uns denn mal jetzt anschauen. Dann wählen wir mal die offenen Gewässer und starten mal rein. Ja, und da sind wir auch schon. Das ist hier quasi das Dock und wir können dann hier unser Schiff bauen. Und das werden wir jetzt nämlich auch tun. Ich habe mir gedacht, ich werde mal ein kleines U-Boot bauen. Denn in dem offenen Meer hier, also wenn wir hier losfahren bzw. Materialien besorgen wollen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir momentan nur eine gewisse Anzahl an Materialien auch haben. Das heißt, wir müssen, wenn man sich die Karte mal anschaut, können wir jetzt noch gar nicht, gut. Das heißt, gut, offene Gewässer und starten mal rein. Ja, das ist quasi unser Schiff, das sieht man hier, ne? Wir haben da so eine Art Lenkrad und wir müssen jetzt erstmal unser Schiffchen selber bauen. Ganz, ganz wichtige Info, das Spiel ist ja noch ein Early Access und es enthält noch einiges an Bugs. Also man merkt das auch noch, dass da viel Entwicklungsarbeit reinfließen muss, aber ich denke mal, die werden das schon hinkriegen. Außerdem noch eine wichtige Info, wir sind in den offenen Gewässern erstmal darauf angewiesen, dass wir nur bestimmte Ressourcen haben. Die anderen Ressourcen bekommen wir dann, wenn wir dann bestimmte Posten wieder einnehmen für uns und dann auch Schiffe zerstören. Das ist quasi unsere Aufgabe und damit bekommen wir dann immer bessere Materialien, um unser Schiff dann weiter auszubauen. Das heißt, ich habe mich entschieden, dass wir in der kurzen Zeit jetzt einfach mal ein kleines U-Boot bauen. Das geht natürlich auch hier. Ja, und das machen wir jetzt auch. Ich nehme mal hier diese Planken. Oder ich fange mal an mit dem Holzfloß. Dreier, genau, so. Und so. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Denn wir brauchen jetzt noch Planken. So, das heißt, wir müssen vorne auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir das irgendwie gedeichselt bekommen hier. Nach vorne hin. Und einmal so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, okay so ist, aber es sieht ja schon mal ähnlich aus. Gut, dann brauchen wir eine Spitze nach vorne. Ah, Moment. Achso, Moment. Da müssen wir E drücken. Nee, E ist falsch. Halt, ich hatte es doch gerade. So, so ist besser. Bin ich mir nicht ganz sicher. Moment. Ich glaube, wir fangen mal an mit der Seiten, mit dem Seitenholzdreieck. So, und
nach hinten. Könnten wir das auch so machen? Ah ja, okay, also das heißt, wir brauchen hier noch ein kurzes. So, perfekt. Und nach vorne, so. Das sieht ja schon mal gar nicht so übel aus. Jetzt brauchen wir... Und wir brauchen hier auch noch die Ecke, hier drüben, so. Natürlich sieht jetzt ein bisschen... Ah. Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt hinkommt. Ich glaube, das ist... Ah, nee, das ist nicht gut. Müssten wir vielleicht nochmal gucken, dass wir hier noch ein paar schwimmen. Ja, das ist zu lang. Viel zu lang. So. Wenn wir jetzt die Schräge einbauen, dann müssen wir mal gucken. Aber die Schräge hier... Ja, mit dem Drehen, da muss ich noch zurechtkommen. Wie viel haben wir denn noch von dem? Von diesen Schrägen haben wir noch 8. Es müsste eigentlich ausreichen. Ein bisschen. Oh, ist ein bisschen breit, ne? Das ist. Ja, das gefällt mir nicht. Dann können wir das wieder wegnehmen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich den Fehler gemacht habe. Vielleicht müssten wir nochmal alles hier abreißen. Denn wir müssen das anders machen. So, das machen wir nochmal weg. So, und die Schrägen. Müssen hier ran. Ah, und da haben wir dann nämlich hier noch eine kurze Schräge. Ah, so wird ein Schuh draus. Hier müssen wir es auch ansetzen. Hier müssen wir das auch nochmal abnehmen. Denn wir müssen auch so ein bisschen auf das Schwimmverhalten achten. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig hier vom U-Boot. Den brauchen wir jetzt nicht. Ah, so schon besser. Ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen haushalten, ne? Gut. Ja, das geht ja schon mal. Nehmen wir das mal hier kurz weg. So, gut. Und jetzt brauchen wir die Planken wieder. Momentan ist ja nur Holz verfügbar. Leider. Gut, und jetzt brauchen wir hier unten noch. Können wir den jetzt so hinsetzen? Eigentlich ist es egal. Eigentlich völlig egal. So. Ah, das wird jetzt vielleicht kein sehr schönes U-Boot, aber... Auf jeden Fall sieht das etwas dem ähnlich, sagen wir mal so. So, jetzt brauchen wir hier die Schrägen. Jetzt haben wir hier die Nase.
Setzen das hier ran. Und hier ran. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich im Grunde genommen die schrägen. Na bitte, das sieht doch schon mal ein bisschen aus wie ein U-Boot. Nicht sehr schön, aber praktisch. So. Jetzt haben wir natürlich erstmal das Äußere oben. Jetzt brauchen wir natürlich das Innere. Und dafür nehmen wir hier nochmal... Nee, wir nehmen, glaube ich, hier diese Holzbalken. Nehmen wir den, ne? Obwohl, hier unten könnte man eigentlich... Da müsste man mal schauen. Wir haben noch vier dieser... Ah, das... Doch, das müsste so gehen. So. Okay, wie viel haben wir denn noch? Von den schrägen? Zwei. Zwei hölzerne Ecken noch. So. Gut, und jetzt müsste man das ein bisschen kaschieren. Können wir quasi hier das so ransetzen und dann können wir hier noch eins so ransetzen. So, ja, das sieht doch schon mal gar nicht so übel aus. Aber wir können das ja natürlich auch drehen, damit das Holz... So, ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, perfekt. Das hätten wir hier. Und hier müssen wir mal schauen, denn wir brauchen noch ein Innenleben. Gut, so könnte man es ja erstmal lassen. Brauchen wir ein paar Propeller? Die übrigens kann man auch noch einstellen, und zwar, dass da eine gewisse Kraft hintersteckt. Also man hat am Anfang nicht sehr viele Materialien zur Verfügung. Das ist halt ganz wichtig zu wissen. Man muss sich das erst alles erarbeiten, ne? So, und dann hier vorne auch nochmal. Aber wir könnten daraus auch einen Katamaran machen. Wir müssten erstmal die Schwimmfähigkeit prüfen. Ich weiß halt nämlich nicht, wie eigentlich das Ding momentan schwimmt. Könnten wir mal machen. Space-Taste gedrückt halten, da sieht man's. Momentan können wir nur vorwärts fahren. Jetzt müssen wir natürlich auch rückwärts. So, jetzt haben wir vorne und rücken. Das heißt, vor und zurück müsste es jetzt gehen. Ja, perfekt. Aber wir können noch nicht lenken, ne? Ein Ruder haben wir leider noch nicht. Gucken wir mal ran, so. Also so vom Schwimmverhalten geht es momentan. So. Gut, und jetzt, Moment mal, wir machen es anders. Wir nehmen das mal hier weg und bauen da einfach hier so ein, so wie ich das am Anfang schon machen wollte. Bauen wir da einen Balken rein. Und wir brauchen da jetzt... Ja, wir brauchen noch einen Mittelbalken hier. So. Die Sache ist die, wir haben nur die Dreier, die Länge. Also,
Es ist schwierig jetzt. Müsste man mal gucken. Dass man irgendwie nicht zu viel einbaut, damit das auch tauchen kann. Weil wir müssen ja tauchen können. Und wenn wir tauchen wollen, brauchen wir natürlich ein bisschen Ballast. Momentan sieht man ja, dass man, wenn man drüber geht, da steht dann halt Auftrieb. Und der Auftrieb ist bei diesen Holzsachen groß. Das heißt, wir müssten hier halt vielleicht noch Metallplatten oder eiserne Schilde verarbeiten. Halt eben schwierig momentan. So, und hier würde ich vielleicht das eventuell auch rausnehmen und das durch diesen Balken ersetzen. Und hier auch noch einen Einzelbalken. Und dann hier vielleicht ein... Noch ein... Wohl, naja, es ist schwierig, ja gut. Aber wir machen es anders, wir brauchen ein paar Propeller, die nach links und rechts drehen. So, wir könnten jetzt rein theoretisch, müssten wir doch nochmal hier einen Balken einbauen. Hier eventuell auch noch so. Dass wir hier dann die Propeller reinsetzen können. Je weiter vorne sie sind, desto besser ist es. Ah, hier zu positionieren ist ein bisschen schwieriger. So, da haben wir es doch. So, und jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass die entgegengesetzt funktionieren. Sonst drehen die nämlich alle in eine Richtung. AD, AD. Okay, der ist DA, AD. Das müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. Okay, also der dreht nach links. Oh, da merkt man schon. Oh, ja, ja, wir müssen was stabilisieren. Das müssen wir stabilisieren. Das heißt, den machen wir AD. Und den machen wir DA. Damit sollten wir eigentlich genau in die richtige Richtung. So sieht's aus. Uiuiui. Ja, nee, den müssen wir stabilisieren. Das heißt, erstmal hier so eine Stabilisatoren ran. Das sieht dann eher aus wie so ein Katamaran. Aber es geht momentan nicht anders. Sonst kippt uns das Ding einfach mal um. So. Warum will er nicht ran? Ah, geht doch. Wie viele Holzbalken haben wir denn noch? Ah, waren eh alle. Gut. Ja, sieht jetzt eher wie so ein Katamaran-U-Boot aus. Aber egal, es ist ja auch nur zur Stabilisierung. So, das haben wir auch. Jetzt brauchen wir ein paar Bleiplatten um den Schwerpunkt herum. Alles mittig setzen. Drei Blei haben wir noch. So, gucken wir mal. Also der Auftrieb, ja, man sieht das schon. Ah, ist deutlich besser, ne? Also, er hält sich schon gut. Ja, ist ja schon mal gar nicht so übel. Aber er dreht sich noch sehr träge. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Propeller. So lange, bis wir Ruder haben. Ruder gibt es natürlich ja auch im Spiel. So. So, und hier müssen wir auch wieder darauf achten, dass die entgegengesetzt funktionieren, die Motoren, die Propeller. Oh, AD, AD. Aha, okay, hier sieht man schon. DA. AD. Sonst fahren die nämlich in die falsche Richtung. Okay, jetzt ist, also Lenkung ist gut.
Jetzt brauchen wir natürlich Propeller, die uns nach unten drücken. Das ist natürlich wichtig. Zwei Propeller haben wir noch. Oh. So, da müssen wir mal testen. Okay, also da müssen wir mal schauen, dass wir das wieder umändern hier. Und zwar EQ. Alt. Und hier auch EQ. Das heißt, wir, genau, wir sinken jetzt dann sozusagen mit der E-Taste und mit der Q-Taste kommen wir wieder hoch. So, jetzt müssen wir noch das Ganze ein bisschen schöner machen hier. Eiserne Schilde. Die sind wichtig. Ah, die geben uns ein bisschen Gewicht. Aber wartet mal, wir können das anders machen. Wir verschieben die mal und zwar mittig. Die hier so ansetzen. Zack, auch hier und hier. So, fertig. Damit sollten wir ein bisschen tiefer liegen. Ah, das sieht schon besser aus. Ah, ist schon jetzt, wie ihr seht. Er liegt schon ganz gut im Wasser. Gut, und jetzt müssen wir natürlich das Ganze hier noch ein bisschen bemalen. Unten können wir es erstmal offen lassen. Obwohl, wartet mal, das ist vielleicht gar nicht gut. Ah, man sieht, ein bisschen taumelt. Übrigens, wir können hier beim Bauen, können wir ja auch einige Sachen anstellen. Wir können hier einige Sachen ausblenden lassen, anzeigen lassen, kombinieren, Teile kopieren oder auch die Schwerkraft anzeigen lassen. Und wir sind, ja, ziemlich mittig. Das ist gut. Perfekt. Das heißt, wir haben hier unten noch... Übrigens, wir haben hier noch drei Blei... Setzen wir hier auch noch hin. So. Und ja, einen haben wir noch. Den würde ich noch irgendwie mittig setzen. Aber je mehr Blei wir verwenden, desto langsamer wird auch das Schiff. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann setzen wir das hier unten so rein. Und dann könnte man das noch zumachen. Mal gucken. So. Ah, das ist okay. Mal sehen, wie schnell wir fahren werden. Aber währenddessen erstmal werden wir hier mit ein bisschen Farbe arbeiten. Oben. Nein, nehmen wir... Ein bisschen zu. Gut. Oh, jetzt habe ich hier. Die Farbe. Auf die Waffe getragen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Geil. So. Schwarz. Nehmen wir damit auch noch. Und hier auch noch. Ja, also wie gesagt, da gibt es noch einige Sachen, die hier geändert werden müssen. Weil, ihr seht ja, die Dreiecke, die stören immer beim Bemalen. Da kann man nicht ordentlich, man muss da genau hinzielen. So, und dann haben wir hier noch. Macht es auf jeden Fall überall rundherum, das ist gut.
Und man darf ja nicht vergessen, dafür, dass wir keine Ressourcen haben, beziehungsweise nur welche, die ja uns zur Verfügung gestellt werden, ist das jetzt mal nicht so schlecht. Hier können wir mal kurz gucken, dass wir eventuell das noch hier orange machen, das auch noch. Ah. Sieht vielleicht nicht schön aus. Hier will er nicht. Keine Ahnung warum. Na gut, dann machen wir das hinten. Geht auch so. Muss man sich halt an alle Seiten erstmal ranwagen. So. Den machen wir auch noch schön orange. Weiß gar nicht, wie wir den hier wieder wegkriegen. Radiergummi. Das hört sich gut an. Perfekt. So. Ja. Damit haben wir unser Schiffchen erstmal. Jetzt geht's an die Fahrt. Ah ja, braucht schon ein bisschen, bis er hochkommt. So muss es sein. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass er nach vorne so ein bisschen sinkt. Na gut, fahren wir erstmal los. Ich sehe gerade, wir sind nicht gerade sehr die Schnellsten. Wir müssen noch hier die Propeller einstellen. Null Propeller. Gucken wir mal. Hier sind es auf, gehen wir mal auf 800. Propellergeschwindigkeit auch auf 800 und ja auch auf 800. So. Gut, und hier müssen wir das genau dasselbe machen. Sonst geht es nicht vorwärts. Es kann natürlich jetzt sein, dass das wahrscheinlich dazu führt, dass wir jetzt ziemlich... Ja, das haben wir gedacht. Gut, aber wir fahren gut halt, ne? Muss man sagen. Wie so ein Katamaran halt. Fährt sich nicht schlecht, muss man sagen. So, Tauchgang. Ach ja, wir müssen ja E-Taste. Wenn es denn funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Na, wie geil ist das denn? Ui. Ui, ui. Sehr schön. Also es läuft gut, muss man sagen. Er kommt aber auch hoch wie eine Rakete, ne? Ah, also wie ihr seht, eine Mischung aus U-Boot und Katamaran muss man erstmal auch erstmal können. Nennt man ein U-Katamaran. Ja, und das ist hier, muss man hier die Karte gucken, da sieht man das. Das ist hier quasi das Meer und hier gibt es überall so eine Stützpunkte, die werden halt von Piraten kontrolliert. Und wir müssen halt eben diese Stützpunkte halt eben angreifen und wenn wir die dann halt vernichten, bekommen wir dann halt solche Teile, die wir dann geschenkt bekommen oder Bonis halt, die wir uns dann aussuchen können und leveln dann hier. Ne? Das heißt, wir bekommen dann hier was dazu, hier bekommen unsere Schiffsattribute was dazu. Das heißt also, wir werden dann mit der Zeit immer stärker. Und diese sind übrigens auch dauerhaft so lange, bis ihr das wieder löscht halt, ne? Das ist halt eben, wenn man dann halt Multiplayer spielt, ist es dann halt wie so eine Art MMO halt, kann man sagen. Ja, Lenkung ist auch ganz gut, dafür, dass das erste. So, eingesammelt haben wir. Sprengkanone haben wir bekommen. Nice. Sehr schön. So, aber es fehlen noch welche. 2 von 3. Wir brauchen noch ein explosives Schiff. Nochmal auf Tauchstation. Und? Ist es hier irgendwo? Nee. Wenn man sich nämlich im Kampf befindet, dann gibt es hier so eine unsichtbaren Wände, da kommt man nicht raus, man muss erst dieses Schiff töten. Das hat wahrscheinlich die Bewandtnis,
dass man, wenn man im Meer jetzt unterwegs ist und dann halt Gegner hat, dass die einen das nicht wegnehmen können dann. Das finde ich halt ziemlich gut gelöst. Wir müssen nur gucken, wo jetzt hier das Schiff ist. Ich sehe es gerade nicht. Übrigens, man kann auch Amphibienfahrzeuge erstellen oder man kann auch Landfahrzeuge erstellen. Ne? Also man muss nicht nur mit dem Schiff unterwegs sein. Man kann auch dann auf die Inseln fahren. Ja, wenn ich will, da hinten ist es. Gehen wir mal auf Tauchstation. Und kommen wir jetzt hoch und dann... Liberated, genau. Erwischt. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir eine Fähigkeit wählen können. Und zwar ein Schild. 500 erhalten, um Schaden zu vermeiden. Feuerkommando, Schadenerhöhung. 10% Gesamtschaden. Oder mehr ist besser, gibt mehr Beute. Ich würde sagen, wir machen Schadenserhöhung. Wir gehen auf Schadenserhöhung. So, und jetzt läuft hier ein Timer. Das heißt, hier können wir dann auf jeden Fall erstmal abhauen und erstmal zum nächsten Stützpunkt fahren, um da eben halt wieder neue Beute zu machen. Oben rechts übrigens sehen wir die Punkte, die wir bekommen haben. Und wir können dann mit N den Talentbaum öffnen. Und dann können wir hier nämlich sagen, na, brauchen wir jetzt zur Freischaltung diese Münzen. Die bekommen wir natürlich hier durch, indem wir hier alles abfarmen. Oder eben halt Gegner besiegen. Und dann können wir hier den Skillbaum ausbauen. Finde ich halt eine coole Sache, muss ich sagen. Ne, momentan ist jetzt hier halt nicht so viel los. Ist ja klar, weil das noch im Early Access ist. Das Spiel ist ja noch gar nicht draußen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel dann machen wird. Wenn dann die Server online sind. Ne? Man kann dann auch Multiplayer hier spielen. Da gibt es extra noch Multiplayer. Das muss man, Piratenangriff muss man auch sagen, das kann man erst freischalten, wenn man die Solo-Level absolviert hat. Noch relativ einfach hier. Wenn man die Solo-Level absolviert hat, und zwar bis Kapitel 2, und wenn man Kapitel 2 abgeschlossen hat, bei einem bestimmten Solo-Level, dann hat man die Möglichkeit auch dann Multiplayer zu spielen. Liberated. Wir haben 20 Münzen bekommen. Und machen Schadenserhöhung nochmal. Wir sind ja ein U-Boot. Also ich finde mein Design halt ganz gut. Es fährt sich echt gut. Also dafür, dass wir keinen Ruder haben, finde ich das halt ganz gut. So, die beiden Posten sind. Fahren wir mal hier hin. Kann man hier eigentlich... Ah, da kann man nicht. Das heißt, wir müssen da so doch automatisch hinfahren. Beziehungsweise, nee, nicht automatisch, manuell. Manuell müssen wir da hinfahren. Also macht Spaß, muss man sagen halt, ne? Man muss sich erstmal an das ganze Spielgefühl hier gewöhnen. Kann man hier auch immer Schiffe bauen. Übrigens, das habe ich ganz vergessen, ihr könnt nicht nur im Dock, sondern auch hier, könnt ihr euer Schiff verändern. Also, ihr habt ja die Materialien immer bei. Die sind ja quasi in eurem Lager. Und dann könnt ihr hier ausbauen. Wie ihr seht, ich habe eine Sprengkanone gefunden. Ich könnte jetzt rein theoretisch, könnte ich auch eine Sprengkanone aufbauen. Brauche ich aber momentan noch nicht. Ne? Also die Masse ist natürlich ziemlich heavy. Ne? Ne? Also wenn ich jetzt hier so eine Sprengkanone nehme, dann würde wahrscheinlich das ganze Gewicht nach vorne gehen und das ganze Schiff würde nach vorne oder nach hinten neigen. Je nachdem, wo ich das aufbaue. Das heißt... Man müsste halt das ganze Design des Schiffes wieder ändern. So. Und es fährt sich auch wie so eine Art Katamaran halt, ne? Man sieht das auch. Es ist auch alles von der Physik her, muss man sagen, sehr realistisch. Und interessant wird es dann natürlich dann auch, wenn man Gegner hat, wo man hier dann gegeneinander kämpfen kann und sich gegeneinander zerstören kann, weil man verliert ja nichts, sondern man kann ja sein Schiff speichern und wenn man das dann gespeichert hat, dann kann man das ja immer wiederholen
wenn es zerstört wird und fährt dann wieder los. Ist ja hier momentan noch ein Anfängerschiff. Ja, man kann ja natürlich hier extrem viele Materialien bekommen. So, also wenn wir unter Wasser fahren, ne, haben wir ja den Vorteil, dass wir nicht den Wellengang, okay, den Wellengang hier nicht unterliegen halt. Haben eine Kiste fallen gelassen. Uns fehlt noch ein Zeitbombenwerfer. Da ist er. So, das gab Münzen und Piratenabzeichen. Beute halten, letzter Ausweg oder Feuerkommando Level 3. Ja, nimm mal Feuerkommando Level 3. Übrigens, wir können auch mit dem Waffenrad arbeiten. So, wir könnten mal hier testweise mal eine Repetierarmbrust wegnehmen und dafür eine Sprengkanone setzen. So mittig wie möglich. Ah, da seht ihr das schon. Da seht ihr das. Wie das Schiff hier steht, ne? Also da merkt man schon, da müsste man halt ganz, ganz viel Auftrieb nach vorne hinsetzen. Um, ja, das Ganze dann halt abzufedern. Die Sache ist die... Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich teste das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob das genügen wird, aber so wie der gehangen hat. Ne, schaut mal. Ah, es geht halt, ne? Es geht. Mal gucken, wenn wir fahren. Aber er neigt schon ein Stück nach vorne, ne? Mal die Reparatierarmbrust hier wegnehmen, dann hätten wir jetzt nur die Kanone. Ah, jetzt haben wir die Kanone zur Verfügung, genau. Ah, ist wie so eine Art Artillerie. Müssen wir mal gucken, wo sind wir denn? Ja, wir wollen ja nicht zurück, wir wollen ja hier zu den Inseln. Also eine Kanone ist natürlich heavy, ne? Das ist... Sieht jetzt irgendwie merkwürdig aus, das Ganze. Aber irgendwie müssen wir ja, ne? Fahren wir mal zu diesem Stützpunkt da hinten. Gehen wir mal tauchen. Aber dadurch geht das Tauchen halt viel, viel besser, muss man sagen. Man kommt nicht so schnell hoch wieder mit der Schnauze. Durch die Kanone halt. Ja, und es neigt sich das Schiff, muss man sagen. Was ist da los? Uiuiui. Ui. Ui. Glück gehabt. Bewegt sich wie so ein Wal. Uiuiuiuiuiuiui. Es kippt nach hinten. Okay, nochmal. So, müssen wir mal... Genau so. Ui! Also man merkt schon halt, ne? Sobald die Kanone auf dem Schiff ist, hat man echt ganz, ganz dolle Probleme mit der Kontrolle des Schiffes. Weil ich wahrscheinlich auch unten was angebaut habe. Müsste man mal gucken. Müsste irgendwie noch eine Stabilisierung finden. Dafür brauchen wir halt wahrscheinlich mehr Propeller. Auch so die Geräusche, ne, wie man sie hört.
Ja, und wenn ihr jetzt da Amphibienfahrzeuge dran baut oder draus macht, dann, ne? Dann habt ihr ja die Möglichkeit, sogar an Land zu fahren und die ganzen Leute von Land aus zu beschießen. Da hinten weiß ich nicht, was das ist. Sieht aus wie ein Altar und da steht irgendwie noch ein Turm. Also hier gibt es einige Sachen zu entdecken, ne? Muss man schon sagen. Mich würde da jetzt noch interessieren, was das da genau ist. Wenn man den Rumpf ändert. Übrigens hier unter Zugang, habe ich ganz vergessen noch zu sagen. Hier unter Zugang könnt ihr dann halt auch speichern. Ne? Also ihr habt dann hier einen leeren Platz. Das funktioniert momentan noch nicht. Müsste ich mal testen. Na, es geht jetzt noch nicht. Also hier könnte man dann auch den Namen eingeben. Bestätigen. Ah, es macht da auch noch nicht. Aktuellen Entwurf hochladen. Weiß nicht, ob das schon geht. Denkt immer dran, das ist noch Early Access. Das Spiel ist ja noch gar nicht draußen. Soll voraussichtlich am 29. April erscheinen. Aber wenn das nicht geht, kann man immer noch den aktuellen Entwurf auf dem Rechner speichern und exportieren beziehungsweise. Und dann legt er eine Datei an und das sollte eigentlich gehen. Möchte ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil er dann nämlich den Datei-Explorer öffnet. Aber ich denke mal, das wird alles zum Release dann noch geändert werden. Das ist ja momentan hier noch eine Vorabversion. Und hier werden dann wahrscheinlich viel, viel mehr Leute dann schippern, weil das ist ja quasi das Meer für alle, quasi so eine Art Open World. So habe ich das jedenfalls verstanden halt. So. Enter drücken, um zu agieren. Enter, passiert gar nichts. Nix, doch, jetzt passiert was. Bringe Opfer, nimm meine Herausforderung und Segnung an. Die Herausforderungen. Aha. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Also, wir sollen hier Propeller bringen, so wie es aussieht. Ja. 0 von 9 Propeller. Müssen wir dafür opfern und diese komischen abzeichnen und dann gibt es halt eine Herausforderung. Ich denke mal, hier wird ein Boss erscheinen. Wird dann wahrscheinlich für Bosse sein, also wahrscheinlich so eine Art Raid-Boss. Also da seht ihr, da kann man sich hier wirklich stundenlang aufhalten und wenn ihr mal schaut, wie groß das Ganze ist hier, das ganze Meer, das geht noch weiter, das ist alles noch unentdeckt. Ne? Und wir sind erst hier vorne und also wirklich gibt da enorm viel. Diese Stützpunkte übrigens kann man wahrscheinlich auch irgendwann übernehmen oder unter seiner Kontrolle bringen. Hier ist irgendwie ein Wachturm. Aber das ist wohl nichts. Das war Piratenangriff. Okay, den haben wir zerstört. Also ich finde diese Repetierarmbrüste halt deutlich besser als diese Kanone. Die schießt mir ein bisschen zu langsam. Die macht zwar wirklich mehr Dampf, mehr Schaden, aber ich finde die Repetierarmbrüste halt deutlich besser, weil die wie so ein Maschinengewehr schießen. Guck mal, Auftriebseimer, Propeller haben wir bekommen. Und die Kanone ist halt extrem schwer. Für ein U-Boot halt irgendwie nicht so gut geeignet. Da braucht man halt schnelle Waffen. Da schießt irgendwas. So, da fehlt aber noch ein Patrouillenschiff. Eieieiei, also man merkt das schon halt eben. Also, glaube ich, gehe wieder auf diese Armbrüste. Viel entspannter. Da ist er. Irgendwo hier ist er. Da kommt er.
Denk mal, die Kanonen sind wahrscheinlich für große Überwasserschiffe. So wie große Kampfschiffe, aber nichts irgendwie für U-Boote gedacht. Liberated. Perfekt. Holen wir uns schnell die Kiste. Schadenserhöhung natürlich. Und wir bauen mal die hier wieder ab. Und bauen mal wieder hier unsere Repetierarmbrüste ran. Ich finde die halt deutlich besser. Für ein U-Boot. Halt, Moment. Da können wir hier die Sachen wieder wegnehmen. So, perfekt. Ja, gleich viel besser. Oh ja. Wirklich, wirklich besser. Viel besser. Vor allem, man fährt halt auch ein bisschen schneller. So. Müssen wir mal schauen, wo ist denn eigentlich hier der nächste Ziel? Da hinten geradezu. Da ist auch wieder so ein Turm. Ja, hier ist wahrscheinlich diese Zone. Ich weiß nicht, was das hier genau für eine Zone ist. Die ist wahrscheinlich noch abgesperrt. Ach, schaut mal, wie... Wow! Ach, du meine Güte, wie groß ist denn das hier? Da ist noch ein Riesenwirbel. Also hier gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Wahrscheinlich noch in der Vorabversion kann man da noch nicht weiterfahren. Wahnsinn! Wahnsinn, Freunde! So, wir gehen auch mal tauchen. Müsste ja jetzt besser gehen. Hier sind die Wasser auch tiefer. Ja, man muss so ein bisschen auch ein bisschen steuern können, so ein U-Boot. Das ist gar nicht so einfach. Man muss halt eben die Höhe halten. Und man sieht halt nichts. Aber es geht. Und ich muss sagen, mir ist es gut gelungen hier, das Schiff. Hätte ich nicht gedacht, dass beim ersten Versuch gleich... Der Nachteil ist, man kann unter Wasser natürlich nicht schießen, ne? Das ist natürlich ein Problem. Ja, und dann gibt es eigentlich natürlich auch Tauschhäfen. Also hier zum Beispiel, mysteriösen Laden. Und da kann man eben halt auch die ganzen Sachen auffrischen. Also hier wird noch definitiv noch viel, viel mehr kommen, aber ich denke mal, wenn die Entwickler das richtig anstellen hier und wirklich sich daran halten, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel auf jeden Fall ein kleiner Hit werden wird. Also Spaß machen tut das. Ja, wenn man dann so Lust hat und man mag das halt so auf dem Meer rumzuschippern, ein bisschen PvE zu machen, vielleicht ein bisschen PvP zu machen, Raids zu machen, ne, so wie es aussieht, oder Bosse zu farmen. Denke mal, das könnte eventuell doch interessant werden. So, was haben wir hier? Ah ja, genau. Hier schießen wir schon. Da sieht man schon halt so die Repetierarmbrust, ne? Ist einfach für ein U-Boot genial. So. Schade eigentlich, dass man nur momentan, oder ich kann momentan nur über Wasser schießen, Entschuldigung. Vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit. Liberated. Dann vielleicht doch unter Wasser noch Torpedos abzufeuern, das wäre schön. Moralitätsschub, oder was war das? Mobilitätsschub, 10% Tempo. Lebensschild, ja, da kann man sich entscheiden. Ich denke mal, die Buffs bleiben so lange, bis man halt zerstört wird. Könnte ich mir vorstellen. Oder sie bleiben dauerhaft. Das habe ich jetzt noch nicht testen können. Ja. So. Ja. Dann zeigen wir nochmal hier kurz den Kreativmodus. Wir gehen zurück. Nein. Zurück zum Hauptmenü. Ja, das wollen wir. Ja.
Ja, die Solo-Level sind halt eben so eine Art Geschichte, die erzählt wird. Und dann müsst ihr dann so gewisse knifflige Aufgaben lösen. Das sind dann halt zum Beispiel erklärt Tutorial mit Steuerung. Dann habt ihr hier die Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu machen, halt eben halt Rätsel zu lösen, zum Beispiel. Hole den Ball oder fünf Bälle, bring die fünf Bälle mit dem Schiff in ein Netz oder sowas halt. Solche Geschichten halt. Und dafür gibt es dann halt auch immer diese Ehrenmünzen, die man dann halt wieder benutzen kann, um hier in diesem Glory-Laden hier dann einzukaufen. Hier gibt es so bestimmte Sachen, so Farben und sowas. Ja, dann haben wir die Schiffsmesse. In der Schiffsmesse gibt es dann halt eben die ganzen kreativen Schiffe. Und jetzt gucken wir uns noch den Kreativmodus an. Da sieht man schon, man hat hier die Oase für Landfahrzeuge und Mechas. So, dann haben wir hier das Archipel. Das ist quasi für Amphibienfahrzeuge. Und wir haben hier natürlich dann den Ozean für große oder eben halt schnelle Schiffe halt oder generell Schiffe halt. Ja, das kann man sich dann aussuchen und dann fängt man eigentlich im Grunde genommen genauso an wie in den offenen Gewässern. Man muss dann halt sein Schiff bauen. So. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich finde es auf jeden Fall ein schönes Spiel, interessant vor allen Dingen. Und wenn die Entwickler da sich noch ein bisschen ransetzen und viele, viele Bugs noch rausnehmen. Ich denke mal, das wird zu Release dann wahrscheinlich wieder noch ein Patch geben. Dann wird das interessant. Also für kreative Köpfe ist es auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Jo. Wir sehen uns im nächsten Gameplay, nächsten Test angespielt, in der nächsten Guide oder sogar im nächsten Stream vielleicht. Wenn es denn am 29. raus ist, dass man da nochmal vielleicht im Stream reinschaut und mal guckt, wie sich das Spiel oder wie gut das Spiel besucht ist oder wie es sich macht. So. Ich wünsche euch was. Tschüss.